Heute findet ein Fest statt. Vielleicht sollte ich mir das ansehen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Schön, da ist noch was fertig geworden. Wir brauchen das Geld. Nein, wir brauchen das Geld nicht. Wir sind so reich. Wir sind so widerlich reich. Und voll. Wir sind auch so widerlich voll. Ja, wir werden heute nochmal in die Unterwasserwelt gehen. Es tut mir leid. Mit den Artefakten können wir aufrüsten. Das sollte ich eigentlich auch machen. Also von der Theorie her sollte ich das mit den Artefakten aber auch machen, mit aufrüsten. Muss ich so sagen. Deswegen lege ich die Artefakte erstmal hier rein, wo die Wolle ist, damit wir auch definitiv dran denken, dass wir da was haben. Ne, warte, die will ich mitnehmen. Die vergesse ich sonst nur auf Ewigkeiten. Die vergesse ich nur auf Ewigkeiten da drinnen. So. Den Einsammler. Danke. Ich mag den Einsammler. Der Einsammler ist echt cool. Der Einsammler hat Stil. Von dem müssten wir definitiv mehr bauen. Müssen wir mal gucken. Habe ich eigentlich nie nachgeguckt, ne? Stadtbewertung liegt bei... Oh, 148 haben wir schon wieder gemacht. Hier Korallen. Vermächtnis ist bei... Ah, nee, Vermächtnis ist... Das nicht. Das nicht, nein. Aber ist auch bald auf C. Können wir schon B erreichen? Ist das möglich? Osmium-Seetang... Okay, gut, das wird nichts. Osmium-Seetang-Essenz kriegen wir jetzt nicht hin. Ich wüsste nicht, wie. Ich meine, wir sind fast bei Osmium angekommen. Es ist eigentlich nicht mehr viel. Das werden wir auch heute garantiert schaffen. Bin voll. Da hat einer mehr Milch gegeben, als was er sollte. Was ich nochmal ganz kurz machen möchte. Einmal ganz kurz gucken, ob wir eventuell eine Titanwurz kriegen. Das ist auch noch das, was uns fehlt. Ich weiß nicht, warum wir keine kriegen hier. Es ärgert mich auch sehr, dass wir keine Titanwurz kriegen. Hätte ich gerne noch mitgenommen, ehrlich gesagt. Jetzt darfst du nämlich bis nächsten Herbst warten, bis du die Wurzel dann kriegst. Das ist doof, dass sie in den ganzen Herbst nicht aufgetaucht ist. Das soll eigentlich eine Herbstpflanze sein. Eigentlich soll die im Herbst auftauchen. Das ist ein bisschen doof. Vorhin hatten wir die schon mal. Es sei denn, die haben irgendwie die Locations geändert. Aber eigentlich ist das die Location, aber na gut. Naja, okay. Dann ist das so. Ich habe jetzt noch andere Dinge zu tun, die sind mir ein bisschen wichtiger. Die sind mir ein bisschen wie. Siehst du, fast Standort zurücksetzen gedrückt. Nein, das hier ist mir ein bisschen wichtiger als die Titanwurzel, also. Die Kreaturen im Ozean, jahreszeitenabhängig, was? Sauber, sehr schön. Dann müsste der Teleporter gleich freigeschalten sein in der Goldhöhle dann.
Können wir eigentlich schon? Ich glaube, wir können noch nicht mal in die Goldhöhle, oder? Doch, rein können wir. Okay, rein konnten wir. Aber haben tun wir da nichts von. Aber in die Goldhöhle rein konnten wir. Das ist schon mal was. Aber wir haben ja andere Dinge zu tun. Auch mitten durch das Gemüse hier wieder durch, ne? Fertig? Fertig. Jetzt müsste alles frei sein. Alles müsste geschafft sein. Weil von der Theorie her haben wir jetzt alles durchgetüdelt. Von der Theorie her. Schön. Es passiert was? Okay, wir haben einen Unterwasserdrachen. Und der Teleporter funktioniert. Oh, nice. Aber jetzt muss ich auch mal zum Wasserdrachen gucken. Ich will auch Osmium, weil, aber jetzt auch Wasserdrache. Und ach, Mann. Wir gehen mal ganz kurz zum König und sagen ihm, ey, guck mal, Wasserdrache. Ich habe ehrlich gesagt, doch, da, das hier müsste das sein, ne? Ganz links, warte. Wir gehen nicht zum König. Scheiß auf den König. Wir gehen da links in diese Arena. König geht das nichts an. Süß. Hier kann man schlafen. Ich darf sowieso nicht in die Gebäude rein. Dafür bin ich noch nicht cool genug. Hier? Ich gehe davon aus. Oder auch nicht. Ah ne, ja. Ja, Entschuldigung. Jetzt haben wir das gemacht und es ist kein Scheißdrache hier. Haben wir das gemacht und es ist kein blöder Drache da. Scheiße. Ach, jetzt gehe ich hoch zum Osmium. Ich will jetzt erstmal Osmium machen. Das ist schon ein langer Weg genug. Aber wenigstens vielleicht ein bisschen Seetang davon mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Da wird ja auch erstmal jetzt den ganzen Weg hier hoch geiern sein. Man bewegt sich auch so langsam. Hier fehlt auch ein Dash oder sowas. B
Ist nur wieder das Seepferdchen, ne? Ich glaube, das ist nur wieder das Seepferdchen. Muss ab und zu auf die Karte gucken. Sonst verlaufe ich mich. Ich hatte ganz kurz Angst, dass sie das nicht macht. Da ist Osmium. Wir haben Osmium. Oh, geil. Wir haben Osmium. Geil. Geil. Was ist das? Was ist das? Das ist was zum Einfangen? Echt? Das große Ding? Ich habe nicht damit gerechnet, dass das zum Einfangen ist. Ehrlich nicht. Ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwas anderes. Das wäre so groß. Oh, guck mal, hier noch mehr Osmium. Oh, geil. Oh Gott. Wie war das? Rüste dein Ding ins Kirchen auf. Damit schneller geht meine Sense. Osmium-Erz. Seetang. Das heißt, wir können die Hardcore-Sprengler machen. Okay, wir müssen echt aufrüsten. Wir brauchen drei Schläge hier. Die brauchen drei Schläge. Wir sollten zurückgehen, ne? Eigentlich sollten wir zurück. Wir gehen zurück. Ich setze hier meinen Anker, wir gehen zurück. Es ist gleich soweit. Ich will ja lieber noch das Fest mitmachen. Das Fest ist mir das Wichtigste von allen jetzt. Man, jetzt haben wir Osmium. Jetzt geil. Geil. Wir können uns geil. Das ist echt geil. Das ist wirklich geil. Wie viel haben wir? 21. Schön. Oh, ich habe kein Glas. Ich will Glas. Okay, zwei können wir machen. Das ist nicht wirklich viel, aber es sind schon mal zwei. Es sind wenigstens schon mal zwei. Es ist wenigstens schon mal ein bisschen was. Ab zum Halloween-Fest. Ich vermute mal, das findet hinten statt, wa? Das Fest. Also gehen wir da hinten hin. Ja, gut. Haben wir geklärt. Wisst ihr, was doof ist? Ich will nicht wirklich aufhören. Ich will nicht wirklich mit Coral Island aufhören. Eigentlich will ich weitermachen. Wir haben noch so viel zu tun, aber ich will auch nicht den Winter verpassen. Und nachher kommt das Winter-Update und wir sind voll im Sommer drin oder sowas. Das ist auch scheiße. Deswegen müssen wir echt in den sauren Apfel beißen und wirklich sagen, ist so. Blaurückenlachs. Weiß ich gar nicht, ob wir den schon mal hatten, aber ich glaube schon.
Es ist 19 Uhr. Mann. Will der gar nicht richtig. Geil, Gruselfest. Spooky Festival. Schön. Schön, schön, schön. So, was können wir machen? Wir können machen Bonk das Skelett, Ringe werfen, Gegenstände suchen, gruseliger Laden. Oh. Okay. Fangen wir an. Spank das Skelett hätte ich gerne. Hast du Lust auf ein Bonk Skelettspiel, Case? Ja. Ja, habe ich. Okay, sie will nicht mehr mit uns reden. Ach, hier oben registrieren. Okay. Ach, üben brauche ich nicht. Denk mal, wir wissen, wie das geht. Okay, nicht da, wo eine Kerze drauf ist. Runde 2. Okay, wir müssen eine gewisse... Okay. Oh, das war fies. Das war fies. Runde 3. Okay, wir sind aber noch in der dritten Runde. Das war fies. Die ist umgewechselt. Das wusste ich nicht, dass es das geht. Ah, Mist. Hey, 310, wir sind trotzdem Bester. Sehr schön. Was habe ich bekommen? Gar nichts. Schlag im Nacken. Schlag im Nacken habe ich bekommen. Okay. Okay. Die geben sich so viel Mühe, ne? Ringe werfen. Ja, das schaffen wir auch ohne. Achso. Nee, hä? Ich bin noch am Überlegen, wie das geht. So, ich habe es aber jetzt verstanden, wie es geht. Ich habe jetzt verstanden, wie das geht. Ich musste jetzt erstmal überlegen, wie das geht. Mist.
komm! Deine Mutter! Oh! Zählt das? Oh, Gott sei Dank. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ich kann schon sagen. Wir wissen jetzt, wie es geht. Jetzt wissen wir, wie es geht. Alles klar. Fangen wir klein an. Ich wollte schon sagen. Das könnte schon zu weit sein. Nein, hat noch. Oh, Gott sei Dank. Könnte ein bisschen knapp werden. Na komm schon! Oh Mann, manchmal, ne? Da fragst du dich echt, warum mich die Welt hasst. Das frage ich mich gerade. Nur noch ein Ring. Ein Versuch noch. Wir müssen alle Ringe treffen. Dann sind wir Ringmaster. Oh, das kann knapp werden. Ich komme sonst nicht raus. Ich bin jetzt fertig mit dem Spiel. Bin beleidigt. Ich habe nicht ewig Zeit für diese Ringe werfen, Scheiß. Tschüss. Püppig. Okay. You found a Savage Hunt item. Eins von. Okay. Ich habe übrigens noch das Foto von deiner Frau. Was für ein Arsch. Ich habe noch das Foto von deiner Frau. Alles safe. What's the actually fluffy? Müll machen. Nein. Wie Hentai. Was gibt's denn im Shop? Weil das cool aussieht eigentlich, ne? Der Boden sieht eigentlich cool aus. Da war wieder ein Geist. Achso, nein. Da geht's raus.
Einen noch. Wir waren ja hier hinten auch noch nicht. Na, Riese? Wo werden die Lebensmittel aufbewahrt, frage ich mich gut. Oh nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob das denn das Fest beendet, deswegen nein. Ich glaube, ich habe da drüben einen Geist gesehen. Ja, der ist an mir vorbeigelaufen. Alle gefunden. Ist das hier oben irgendwas? Siehst doch irgendwas mit einer Geistervilla. Aber vielleicht müssen wir dafür das Fest beginnen. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz gucken, ob wir Ashley irgendwo finden. Bist du Ashley? Ich kann das nie erkennen. Nein, du bist viel zu alt für eine Ashley. Entschuldigung. Ich hab gesagt, aber ich erkenne das nie. Bri. Warum sehen die immer alle gleich aus? Wo sind denn die Mädels? Da hinten. Das letzte Mal, als Suki und ich im Partnerlook angezogen waren, war ich im ersten Studienjahr auf der Uni. Wir waren als Blaubeere im Pyjama verkleidet. Sie ist natürlich als B1 gegangen. Wie seid ihr was gegangen? Als Blaubeere Nummer Uno oder was? So, wir fangen jetzt das Fest da hinten an. Why? Nein. Hätte ja sein können. Aber die Feste sind so schön gestaltet. Ehrlich, die Feste sind echt schön. Ja. Schön. Ja, das war das Gruselfest. Wenn ich mich immer noch frage, welche Villa sie meinen. Ich hätte ja da oben die verlassene Villa gedacht, aber... Sie ist halt auch nicht auf der Broschüre eingemalt, ne? 5 ist der gruselige Laden, waren wir. Bonk das Skelett. 1 ist die Hauptaktivität, haben wir gemacht. Ringe werfen und die Gegenstände. Ja, ich weiß nicht, was mit den Gegenständen, aber da können wir nochmal hingehen. Irgendwo über am Brunnen. Ah, ich denke mal, das haben wir bekommen, weil wir die Gegenstände, ne? You found a Savage Hunt Item. Ich gehe mal davon aus... Das ist das, was wir geschenkt bekommen haben. Okay. Wir werden jetzt dieses Fest wieder verlassen. Ich finde, die Feste sind echt immer schön gemacht. Und da es schon spät ist, machen wir jetzt noch was ganz anderes, was viel Schlimmeres. Das, was wir noch nie gemacht haben, machen wir jetzt. Das ist eigentlich nice. Das sieht eigentlich schön aus. Muss ich bestimmt alles über P machen, ne? Bestimmt. Na gut, aber es sieht doch eigentlich schön aus. Wir gehen jetzt ins Bett. Es ist nämlich schon verdammt spät und ich will nicht umkippen.
Oh hier, Besucher das Spooky Festival und das Skelett Minispiegel-Dinger gewonnen. Schön. Haben wir noch ein paar Punkte verdient. Freut mich. Wisst ihr, was mich gar nicht freut? Morgen ist der Winter. Und das heißt, wir machen jetzt erstmal Coral Island Pause. Und wir sehen uns dann im Winter wieder. Leider. Aber nein, ich möchte den Winter halt auch einfach unbedingt mitspielen. Deswegen, ich will das Winter-Update auch gleich im Winter haben. Das ist einfach schöner. Wir haben zwar noch ein bisschen was zu tun, aber das können wir ja auch noch im Winter machen. Deswegen, ich sehe da eigentlich kein Problem bei. Das kriegen wir schon hin. Vielleicht können wir dann auch noch die Lamas und was weiß ich alles. Vielleicht können wir sogar schon Lamas, wenn wir auf Stufe B aufsteigen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich verabschiede mich jetzt aber. Und ja, wir sehen uns bei einem anderen Spiel wieder. Es kommt ja zum Glück bald Paleopines. Das ist einfach genau dasselbe, nur mit Dinos. Und alle lieben Dinos. Ich weiß, ihr liebt die Dinos auch und deswegen Dinos. Ja. Und ansonsten sehen wir uns im Winter wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein und auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.